Moin und grüß Gott aus dem Außermarhof, einem Betrieb der Roten Hahn Familienbauernhöfe. Urlaub auf dem Bauernhof ist das Thema. Und wir sind gerade eben angekommen und ich zeige euch mal diese schöne Gegend hier im Xiesertal. Hier haben wir das Schild, da geht es dann ab von der Straße gleich hier dran. Und es ist wunderschönstes Wetter jetzt gerade, Anfang Mai. Der Schnee hier im Tal ist schon geschmolzen, aber ab 2000 Meter liegt noch genügend Schnee. Dann gehen wir doch mal rein in die gute Stube. Wir kommen hier rein und es ist eben von Urlaub auf dem Bauernhof, das heißt Apartments und Selbstversorgung. Hier haben wir als allererstes das Kinderspielzimmer. Hier können die Kinder wunderschön spielen. Hier ist ein alter Backofen oder Holzofen, sozusagen ehemals gute Stube für die Kinder. Hier sind auch einige andere Familien mit Kindern zu Besuch. Und hier ist das Stube, das nicht Restaurant, sondern das Esszimmer, richtig. So, jetzt haben wir das Esszimmer. Hier auch der Ofen, Materialien und hier ist die Küche. Und hier hat jeder, der hier Gast ist, seine eigenen Elektroplatten, Waschbecken und so weiter. Und hier in der Mitte ist noch ein schöner Gasherd. Das sieht doch gut aus, mit genügend Flammen. Ja, das hat doch was. Dann schauen wir uns doch mal das weiter hier an. Hier ist eine Hofmappe, okay. Hier gibt es übrigens auch freies WLAN und das ist sehr schnell. Eine kleine Anregung für den bayerischen Ministerpräsidenten. Hier in Südtirol gehört sowas selbstverständlich dazu. Da wird nicht drüber diskutiert. Auch hier ein kleiner alter Ofeneinlass zum Einheizen von außen für die Zimmer drin. So, jetzt sind wir in der ersten Etage dieses urigen Bauernhofes. Hier sind diverse Spezialitäten des Hofes. Muss ich mir mal noch genauer anschauen. Schnäpse, Liköre, Bergapfelsaft, Wein und Marmeladen. Sehr schön. Eier. Ah, man kann sich hier wahrscheinlich auch was nehmen und dann bezahlen. Oder einstreichen und dann bezahlen. Das sieht gut aus. Aha, hier ist ein kleines Kinderbett, das braucht man nicht, wir haben das Zimmer rustikal. Gehen wir doch mal in das Zimmer rein, wir sollten allerdings aufschließen. Ja, das sieht doch schön aus. Also hier ist gleich zur linken Seite das Kinderbett oder ein Extrabett. Da ist eine schöne, bequeme Couchgarnitur. Und hier ist das Doppelbett. Sehr schön. Ein großer Schrank. Wie sieht es da drin aus? Da ist ein Tresor. Genügend Bügel sind dort. Und hier sind noch einige extra Decken und sogar eine Wärmflasche. Oh, es riecht hier, das könnt ihr gar nicht so jetzt über den Film nachvollziehen. Es riecht hier wunderbar. Ah, was ist das? Zirbe oder? Total lecker. Und hier ist das Bad, ein kleines Waschbecken, das auch kinderfreundlich niedrig ist. Die Dusche. Bidet, daran erkennen wir, dass hier auch Südtiroler oder italienische Gäste dann sind. Toilette, kleines Schränkchen daneben und richtig schön überall Handtücher schon hingelegt. Toll. Ja, das ist doch schön. Da freue ich mich doch schon auf ein paar Tage hier im Außermarhof. Und danke ich recht herzlich an den Roten Hahn
und dem Osamerhof. Und dann schauen wir doch mal, wie das hier so wird. Ciao, Servus.